möchte gerne mit euch ein Bibelstudium betreiben über das Alter der Menschheitsgeschichte. Wir haben ja immer wieder über Evolutionstheorien gehört, über Dinge wie alt der Mensch sein soll, wie er sich entwickelt haben soll, wie viele Jahrhunderte, wie viele Jahrtausende und zigtausende von Jahren es gedauert hat, bis der Mensch von einem primitiven Wesen zu einem hochkultivierten Wesen wurde, wie wir es heute sind. Und diese Tausenden von Jahren. Und auch Christen sind diesem ja nicht fremd. Ne? Also es gibt ja auch in der Christenheit auch den Gedanken, ja, so und so viele Millionen Jahre ist die Erde alt und die Menschheitsgeschichte ist eben durch diese Entwicklung geprägt. Und wir wollen einmal schauen, was wir als Christen dazu sagen können, wie die Bibel uns die Menschheitsgeschichte beschreibt. Und das war für mich mal ein sehr erstaunliches Studium, wie akkurat eigentlich die Bibel ist und wie lückenlos ihre historische Aufzeichnung ist, dass wir daran wirklich festmachen können, wie alt ist unsere Erde. Die Bibel nimmt, anders als das viele Menschen glauben, eine ganz eindeutige Stellung dazu ein, wie alt die Erde ist. Und da will ich mit euch am Anfang anfangen. Wie geht das mit der Menschheitsgeschichte los? Wir lesen 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß. Und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also war der Mensch eine lebendige Seele. Ja, so beschreibt die Bibel die Erschaffung des Menschen. Hier liegt die Wiege der Menschheit. Gott schuf den Menschen, er bildete ihn, legte Hand an. Und am sechsten Schöpfungstag beginnt also die Menschheitsgeschichte. Gott hatte am sechsten Tag die Tiere und letztendlich auch den Menschen geschaffen. Und nun, hier liegt der Anfang der Menschheit. Und die Aufzeichnung ist sehr detailgetreu, wie es mit dem Menschen weiterging. Wir wollen mal einen nächsten Vers aufschlagen. 1. Mose 5, Vers 3. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte seinen Sohn, einen Sohn, der sein Bild ähnlich war, und hieß ihn Seth. Ja, also Adam war wie alt, als Seth geboren wurde? 130 Jahre lang existierte schon diese Welt und Seth wurde geboren. Und da war Adam offensichtlich nicht ganz unähnlich. Ja? Und wenn wir so dieses Kapitel 5 im 1. Mose uns anschauen, bekommen wir einen sehr lückenlosen Bericht über die Geschlechter der Menschheit bis zur Sintflut, bis zu Noah. Und das wollen wir uns einmal anschauen. Denn, also, der Anfang der Menschheit, die Erschaffung von Adam, bis Seth das Licht der Welt erblickte, vergingen 130 Jahre. Und dann haben wir einen weiteren Vers, nämlich in dem Vers 6. 1. Mose 5, Vers 6. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch. Ja. Also, Enosch wurde geboren, als Seth 105 Jahre alt war. Und so können wir uns die Bibel weiter vornehmen. Und wir bekommen einen genauen Zeitleiste, einen Zeitstrahl, wer wann geboren wurde. So können wir das nochmal weitermachen mit dem nächsten, im Vers 9. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan. Ja, also Kenan wurde geboren, ne, als Enosch 90 Jahre alt war. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie lange war denn das nach der Schöpfung, dann brauchen wir ja letztendlich nur diese Jahre zusammenzählen. Also
Seth war, wurde 130 Jahre nach der Schöpfung geboren. Enosch 105 Jahre. Und Kenan war 90 Jahre später geboren. Also in der Summe, jetzt rechnen wir nochmal, also 130 Jahre plus 105 plus 90 Jahre sind wir 325 Jahre. War die Erde schon alt, als Kenan geboren wurde? Und so können wir dieses Geschlechtsregister Schritt für Schritt durchgehen. Das wollen wir mal einfach nochmal gemeinsam machen anhand der Bibel. Also wir haben hier die ersten drei haben wir schon gesehen, da wollen wir das mal machen. Der nächste, der hier geboren ist, ist dann welcher? Kenans, Enos Sohn heißt? Kenan. Kenan. Und Kenans Sohn hieß? Mahalaleel. Ne, stimmt das? Nee, ne? Mahalaleel. Mahalaleel. Ah, fehlt auch noch dazwischen. Ah, ja, hier. So. Mahalaleel. Und zwei Es. Eel. Genau. Und wie alt war Kenan, als Mahalaleel geboren wurde? 70 Jahre. Okay, gut. Wer ist denn der Nächste? Wie hieß? Matar. Sein Sohn ist Jared. Jared war das, ne? Also, der Nächste ist denn hier? Jared. Jared. Und wie alt war Mahalaleel, als Jared geboren wurde? 65 Jahre. Gut. Und dann müssen wir weiterschauen. Vers 18 ist dann, wird Henoch geboren. Ne? Henoch. Und wie alt war sein Vater, als Henoch geboren wurde? 162 Jahre. Übrigens, was sagt die Bibel? Henoch ist der siebte von Adam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsache, ne? Adam 1 ist der siebte von Adam an. Also 7 Generationen haben wir jetzt schon hier. Und das Kapitel 5 hat noch drei weitere Namen. Wer ist der Sohn von Henoch? Methuselah. Den kennen wir doch auch. Was ist bei Methuselah so Besonderes? Warum kennen wir den alle? Der älteste Mensch. Ne? Wie alt ist Methuselah geworden? 969. Wie viel? 969. Ne? 969 Jahre, ja. Also Methuselah. Aber wie alt war er noch, als er Methuselah geboren hatte? 65 Jahre. Gut, und Methuselah, wie hieß sein Sohn, sein erster? Lamech. Das ist Lamech. Wie alt war Methuselah, als Lamech geboren wurde? 187. Der hat ziemlich spät Kinder gekriegt, ne? 187. 87 steht hier. Bei Lamech 182. Danach lebte er noch. Ach so. Der lebte danach noch mal 182 Jahre. Ne? Also, der hat. So. Und dann haben wir noch den letzten hier, Lamechs. Ja, Noah. Ist? Noah. Halt, Frau Kehrter. Noah. Und Lamech war wie alt, als Noah geboren wurde? 182. Der war 182 Jahre alt. Gut. Und so haben wir, können wir das Geschlechtsregister wirklich lückenlos von Adam an bis auf Noah nachverfolgen. Und wenn wir das denn ausrechnen, sind das 1056 Jahre, wenn wir die alle zusammenziehen. Also Noah ist 1056 Jahre nach der Schöpfung geboren. Das ist doch sehr eindeutig nachvollziehbar. Gut. Ja, hier haben wir die Jahreszahl nochmal zusammengeführt. Das ist das, was das Kapitel 5 an Chronologie uns beschreibt. Da haben wir also die ersten 1056 Jahre der Menschheitsgeschichte vor der Sintflut beschrieben.
in diesen Abfolgen. Und wirklich lückenlos. Und dann kommt natürlich das dramatischste Ereignis in dieser Weltgeschichte. Noah, kennen wir alle, womit verbindet selbst die Welt Noah? Mit der Sintflut. Ne? Nach den letzten Hollywood-Dramaturgien hat es auch wirklich jeder Letzte auch schon mal gehört, Noah und die Sintflut. Ne? Gut, Noah, die Welt war 1056 Jahre alt, als Noah geboren wurde. Wie alt war er denn, als die Sintflut war? Wenn wir mal nachlesen, im 1. Mose 7, Vers 6. Er war aber 600 Jahre alt, da das Wasser der Sintflut auf Erden kam. Ja, 600 Jahre alt. Also 600 Jahre vergingen nach Noahs Geburt und wir haben da den ganzen trüben Teil der Geschichte, von der Gott letztendlich sagen muss, die Söhne, die handeln nur noch Böses. Ja, ich muss hier die Welt ein Reset drücken. Nochmal von vorne anfangen mit den Menschen, ja, weil sie so böse geworden sind. Und das war 600 Jahre, also Noah war dann 600 Jahre alt. Also, wann war die Sintflut? Wie viele Jahre nach der Schöpfung? 1656. Können wir ziemlich genau sagen, wie lange es von der Schöpfung brauchte, bis Gott sagte, so geht's nicht weiter. 1656 Jahre. Gut, aber wie die Chronologie der Bibel ist ja da nicht zu Ende. Ja? Bitte? Es geht ja noch weiter. Die Geschichte geht noch weiter. Wir wissen auch, wie lange die Sintflut eigentlich dauerte. Ja. Genau. Ja, das können wir mal nachlesen. Also vom Anfang der Sintflut, bis die Wasser kamen, als Noah 600 Jahre alt war, das haben wir gelesen. Können wir nochmal im 1. Mose 7, Vers 11. Das war sogar auf den Monat ganz genau zu sagen. Das war in seinem 600. Jahr und im 2. Monat des Jahres. Am 17. Tag des 2. Monats. Am 17. Tag sogar. Ne? Am 17. Februar, ein Anstrüchelchen natürlich nur. Ja, am 17. Monat, am 17. Tag des 2. Monats. Und die Arche konnten sie verlassen, als die Erde wieder trocken war. Lesen wir im 1. Mose 8, Vers 13 und 14. Im 601. Jahr des Alters Noahs, am ersten Tage des ersten Monats, vertrocknete das Gewässer auf Erden. Da tat Noah das Dach von dem Kasten und sah, dass der Erdboden trocken war. Also wurde die Erde ganz trocken am 27. Tage des zweiten Monats. Ja, also wie lange ging die Sintflut? Vom 600. Geburtstag in Henos an, im 2. Monat, bis zum 601. Jahr, auch im 2. Monat. Was hier noch gesagt wurde? Noah natürlich. Jahr. Was? Ein Jahr. Exakt ein Jahr, ne? Waren die Wasser auf der Erde. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Also können wir dazu rechnen, Sintflut hat nochmal ein Jahr gedauert. Wir haben bis zum Ende der Sintflut, bis Gott sozusagen einen Neuanfang mit der Menschheit macht, 1657 Jahre, die vergangen sind. Von der Zeit der Schöpfung an. Die Menschheitsgeschichte geht weiter. Also wir haben jetzt vom Anfang der Menschheit, von der Schöpfung an, 57 Jahre. Und wenn wir Kapitel 11 aufschlagen, dann geht das Geschlechtsregister weiter. Kapitel 11. Geht das Geschlechtsregister weiter? Und wir lesen mal Vers 10. Dies sind die Geschlechter Sems. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arphaxad 2 Jahre nach der Sintflut. Ja, also es geht weiter mit der Menschheitsgeschichte. Das erste Kind offensichtlich, was nach der Sintflut geboren wurde, war? Wie hieß er? Arphaxad. Arphaxad oder sowas, je nachdem, welche Übersetzung. Und das war 2 Jahre?
Nach der Flut. Also 2 Jahre, nachdem sie aus der Arche rausgekommen war, haben sie sich wieder über Familienplanung Gedanken machen können, sozusagen. Vorher musste einiges aufgebaut werden. Die Häuser mussten neu gebaut werden, es mussten neue Acker bestellt werden. Also 2 Jahre nach der Sintflut war das erste Kind wieder geboren, Arpachsad. Nun, auch diese Geschichte, dieses Geschlechtsregister geht weiter, ziemlich lückenlos. Ich habe das euch hier, wir wollen es nicht so Vers für Vers jetzt weiter forschen, das könnt ihr auch nochmal zu Hause machen. Im 1. Mose 11, wenn wir die Verse 10 bis 26 lesen, dann haben wir einer nach dem anderen, wie wir es jetzt im 5. Kapitel schon haben, wann der älteste Sohn geboren wurde und wie alt der Vater zu dieser Zeit war. Also so können wir weiter rechnen. Wenn wir jetzt hier Arpachsad nehmen, hier, da ist er, und dann fortsetzen, Arpachsad war dann 35 Jahre alt, als sein Sohn geboren wurde. Der Schelach. Und Schelach war dann 30 Jahre alt, als der Eber geboren wurde. Und Eber war 34 Jahre alt, als Peleg geboren wurde. Und so können wir das ganze Kapitel durchgehen. Bis wir hinkommen zu Terach. Terach, der Vater Abrahams. Er war 70 Jahre alt, als Abraham geboren wurde. Und Abraham, wissen wir auch, wie alt er war, als sein erstes Kind geboren wurde. Wir wollen mal aufschlagen, Kapitel 17, 1. Mose. Und wir sehen schon, warum das Abraham so langsam Sorgen machte, wenn seine Väter alle schon mit 30, 40, 35, 29 Jahren Kinder bekamen. Und er nun als alter Mann immer noch keine Kinder hatte. Ne? 1. Mose, Kapitel 17, Vers 17. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir, 100 Jahre alt, ein Kind geboren werden und Sarah, 90 Jahre alt, gebären? Ja, das war wirklich für ihn fast lachhaft, ne? Sodass er selbst Sarah lachen musste, als sie das hörte. Aber Kapitel 21, Vers 5 bestätigt, wie alt war er, als ihm sein erster Sohn geboren wurde, der Isaak? 100 Jahre war Abraham alt, da ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Ja, 100 Jahre. Und auch von Isaak wissen wir, wie lange es brauchte, bis er seinen ersten Sohn bekam, den Jakob. Das finden wir im 1. Mose 25, wenn er mit mir aufschlagt. 1. Mose 25 und hier der Vers 26. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt und die Verse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob und Isaak war 60 Jahre alt, als er ihn geboren wurde. Ja, also Isaak war 60 Jahre alt, als er geboren wurde. Gut, und dann Jakob. Bei Jakob wird uns nicht genau berichtet, wann welcher Sohn geboren wurde, wie alt er da war. Wir haben 12 Söhne, die dem Jakob geboren wurden, wir kennen die Geschlechtsregister, aber da wird kein Alter genannt, wie alt Jakob zu der Zeit war. Aber es wird uns zu einem bestimmten Zeitpunkt sein Alter genannt. Nämlich nach der ganzen Geschichte mit Josef. Josef verkauft nach Ägypten, von seinen Brüdern verraten und verkauft. Und die Hungersnot im Lande treibt auch Jakob dazu, nach Ägypten Brot zu suchen. Und es kommt zu dieser wunderbaren, herrlichen Familienzusammenführung. Als Josef den Jakob und seine Familie nach Ägypten holt. Und als Jakob in Ägypten ankommt, können wir nachlesen, im 1. Mose 47, Vers 9. Jakob sprach zum Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Und sie erreicht nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Ja, also ich muss sagen, also so alt wie meine ganzen Väter geworden sind, bin ich gar nicht geworden. Ich bin 130 Jahre alt.
Also Jakob war 130 Jahre, als er nach Ägypten mit seiner Familie zog. Und von da an blieb das Volk Israel in Ägypten. Also hier, wenn wir auch dir diese Sachen zusammenrechnen, also wenn wir die Flutdauer nehmen, 2 Jahre haben wir ein Jahr, die 2 Jahre nach der Zeugung Arpachats und die ganzen Jahre zusammenrechnen, kommen wir auf 583 Jahre Geschichte von der Sintflut an bis zu den Geschichten, die wir hier im Buch Mose beschrieben sind, bis zur Gefangenschaft Israels in Ägypten, also bis zu dem Einzug nach Ägypten, sind es 583 Jahre. Und können wir wirklich lückenlos und zweifelsfrei hier uns zusammenrechnen. Ne? Jetzt das Ganze nochmal im Überblick, was wir bisher gesehen haben. Also die Zeit hier vorne, die Zeit vor der Sintflut, von Adam an oder von der Schöpfung an bis zur Sintflut, hatten wir gesagt, 1656 Jahre. Ne? Und dann haben wir ein Jahr Sintflut und die Abfolge, bis das Volk Israel nach Ägypten zieht, sind 583 Jahre. Und da ist es nun. Und von da wird auch die Geschichtsschreibung ziemlich konkret. Wir können sogar sagen, wie lange die Zeit war, nahtlos, als vom Einzug in Ägypten bis zum Auszug. Können wir lesen im 2. Mose, ich weiß nicht, ob das hier unten zu lesen ist, ich will es mal versuchen zu vergrößern. Ne, hier lässt sich nicht, nee, der wandert ja hier. Macht er nicht. Hier im 2. Mose 12. Das steht hier unten. Das ist schwer zu lesen. Ich wollte es mal gucken, ob ich es vergrößern kann, aber. Ja, springt dann hin und her. 2. Mose Kapitel 12, Vers 40 und 41. Also jetzt sind wir in der Zeit des Auszugs aus Ägypten. Die Zeit aber, die die Kinder Israel in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Ja, also 430 Jahre, wo Jakob in Ägypten eingezogen ist mit seiner Familie, wo Kinder Israel da wohnten waren, bis zum Auszug, 430 Jahre. Dann scheint so ein bisschen uns die Zeit, die letzten Beschreibungen sind nicht mehr so deutlich von der Zeit her, aber eine nächste genaue Zeitangabe ist das Ereignis, als das Volk Israel den Tempel einweiht. 1. Könige, Kapitel 6, Vers 1. Das steht denn hier vorne. 1. Könige, Kapitel 6, Vers 1. Und es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, im 4. Jahr der Regierung Salomos über Israel im Monat Siv, das ist der 2. Monat, da baute er dem Herrn das Haus. Ja, ne? Also hier war die Einweihungsfeier für das Heiligtum. Das waren also 480 Jahre, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren. Und so haben wir auch hier eine lückenlose Berichterstattung über die Zeit von der Sintflut an bis zum Tempel Salomo, bis Salomo den Tempel einweiht, sind noch einmal 1493 Jahre. Also inzwischen sind wie viele Jahre von der Schöpfung ungefähr vergangen? 3100. Na, fast etwas über 3000 Jahre, ne? 3100 Jahre noch was. Ja, Richtung. Und jetzt macht es uns, wir können jetzt dann herangehen und die ganzen Geschlechtsregister weiterverfolgen, mit wann welcher König geboren wurde als Nachfolger. Wir können es uns aber auch ein bisschen leichter machen. Wir können zum Beispiel unsere heutige Geschichtsschreibung, die da relativ gut schon ansetzt, weil wir eben diese geschichtlichen Berichte haben, können wir sagen,
die Einweihung des Tempels durch Salomo, das vierte König Salomos, war das Jahr 966 vor Christus. Ja? Und von da ab können wir es ja mit unserer Zeitepoche weiterverfolgen. Also bis zur Geburt Jesu vergingen nochmal 962 Jahre. Ja? 66. Was? 66. Na, 66 bis zum Jahre 0. Also von unserer Zeitrechnung an war die Einweihung des Tempels Salomos im Jahre 966 vor Christus, wobei vor Christus nicht wirklich die aktuelle Geburt Christi ist, ne? Sondern die war ein paar Jahre vorher. Ja, ungefähr 4 Jahre vorher. Also, so sehen wir hier, wie wir so einen schönen chronologischen Ablauf bis zur Geburt Jesu verfolgen können. Ja? Wir haben inzwischen, sind bis zur Geburt Jesu ungefähr 4000 Jahre Menschheitsgeschichte vergangen. Ne? Und wir haben hier ungefähr 12 Generationen drüben betrachtet. Deswegen haben wir hier nochmal einen Generationsausgleich nachliefern müssen, weil wir wissen ja nicht, wann ist denn derjenige geboren? Ist er denn im Winter geboren, im Sommer, am Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres? Da müsste man ja immer noch was dazu zählen. Und wenn man den Durchschnitt nimmt, ne, dann ist es ungefähr, wird man in der Mitte kommen. Es waren ungefähr gleich viele, die am Ende des Jahres geboren sind, wie gleich viele, die am Anfang des Jahres geboren sind. Und das, weil wir 24 Generationen überblickt haben, müssten wir dann die Hälfte nehmen, die 12 Jahre als Generationsausgleich. Also wir können nochmal 12 Jahre hinzusetzen, da haben wir 1127 Jahre bis zum Jahre 0 unserer Zeitrechnung. Ja. Und ab da beginnt ja auch unsere Geschichtsschreibung, auch die prophetischen Ketten, die wir da kennen, die fallen jetzt in die kommende Periode hinein. Bis, was wir heute ja in der Sabbatschule hatten, ne? Ist Sabbat des Blasens, der große Versöhnungstag, all diese Dinge finden jetzt hier ihre Erfüllung. Wenn wir das Ganze dann bis in unsere heutige Zeit betrachten, haben wir rund 6000 Jahre Menschheitsgeschichte hinter uns. Das Zeugnis der Bibel belegt ganz eindeutig 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und wir bekommen damit ein bisschen einen Maßstab. Nee, macht er das auch nicht mehr. Einen Maßstab, wo wir stehen. Wir wollen mal aufschlagen in 2. Petrus. Zweite Petrus, Kapitel 3, Vers 8 und 9. Eins aber soll euch unverhalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und er möchte nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Ja, also haben wir hier einen gewissen Maßstab, den uns Gott anlegt, ne? Den wir, wenn wir jetzt unsere Menschheitsgeschichte ansehen, schnell wiederfinden. Ein Tag für 1000 Jahre. Wenn wir die Woche nehmen, ne, haben wir 6 Tage, 6000 Jahre für die normale Arbeitswoche und ein Jahrtausend oder einen Tag den Sabbat. Und auch das kennen wir, den Sabbat als Symbol der Erlösung, dass der Sabbat letztendlich eine Ruhe darstellt. Und wir können aufschlagen, Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4. Wir wollen nicht alle Verse jetzt Vers 1 bis 12 lesen, aber vielleicht ab Vers 9 einsteigen. Wer liest mal ab Vers 9? Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist,
der Wut auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen wute. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Bis dahin. Also der Sabbat, ein Bild für die Ruhe der Erlösten. Ja? Und vielleicht machen wir einen kleinen Sprung in die Offenbarung, Kapitel 20. Wir haben ja gesehen, 6000 Jahre Menschgeschichte, und dann gibt es, fehlen ja zur Woche noch, wie viel? 1000 Jahre. Nur mal 1000 Jahre, ne? Dann haben wir die Woche vollständig. Und auch die finden wir in der Bibel beschrieben, Offenbarung Kapitel 20, Vers 20, Vers 1. Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte obendrauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis das vollendet würden 1000 Jahre. Danach muss er loswerden eine kleine Zeit. Ja, 1000 Jahre. 1000 Jahre musste das Land Ruhe haben von Satan. Ja? Und ja, das ist wirklich ein Gedanke, den die Bibel auch gerne verwendet, dass das Land, das, was an verbrochenen Sabbaten in den letzten Jahrzehnten, Jahrtausenden geschehen ist, die Erde das wieder nachholen sollte. Im 2. Chronik wird das interessant bemerkt, 2. Chronik, Kapitel 36. Nehmen wir den Vers 21. Dass erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land an seinen Sabbaten genug hätte. Denn die ganze Zeit über, da es Wüste lag, hatte es Sabbat, bis das 70 Jahre voll wurden. Ja, das beschreibt die Gefangenschaft des Volkes Israels in Babylon. 70 Jahre lang war das Volk damals wüst. Warum? Damit das Land seine missbrauchten Sabbate wieder sich erholen könnte. Das Land ist missbraucht worden. Auch Sabbat für Sabbat. Offensichtlich hat das Volk Israel den Sabbat nicht so treu gehalten. Ja? Und jetzt sollte das Land seine Sabbate wieder haben. Und so ist es auch in der gesamten Menschheitsgeschichte. 6000 Jahre lang ist der Sabbat einfach mal mit Füßen getreten worden. Und nun hat die Erde Zeit, 7000 Jahre lang sich von der, was? In dem 7. Jahrtausend, 1000 Jahre lang sozusagen, dieses nachzuholen, diese Zeit. Ja? Interessanterweise wird die Erde in diesen 1000 Jahren auch sehr ähnlich beschrieben, wie sie am Anfang der Schöpfung beschrieben wurde. Ja? Denn wir lesen mal 1. Mose 1, Vers 2. Wie wird da die Erde beschrieben? Ja, genau, sie wüst und leer. Finsternis lag auf der Tiefe. Ja, lies mal, 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ja, über der Tiefe, über dem Abgrund. Ja. Und die Septuaginta ist ja eine lateinische Übersetzung der gesamten Bibel, benutzt an dieser Stelle das Wort, wo wir hier Tiefe haben, genau das Wort Abgrund. Und es ist das gleiche Wort, was wir im 2. Mose 20 lesen. Wo wird denn Satan gebunden sein? In Offenbarung 20, Vers 1. Was haben wir gelesen? Im Abgrund. Das ist genau das gleiche Wort. Ab ist es. Ne? Also da wird Satan gebunden sein. Die Erde wird wüst bleiben, wie am Anfang. Sie wird wieder Ruhe haben von den Übertretungen der Menschen. 1000 Jahre lang, bis diese sogenannte bildliche Woche vorüber ist. Und auch im Geist der Weissagung finden wir ein Zeugnis, dass dieser Zeitmaßstab genau das ist, den auch Gott eigentlich an die Welt anlegen möchte.
Einen großen Kampf finden wir auf der Seite 658. 6000 Jahre lang ließ Satans empörische Handlungsweise die Welt zittern. Er ist es, der den Erdboden zur Wüste machte und die Städte darin zerbrach. Und er gab seine Gefangenen nicht los. 6000 Jahre hat sein Gefängnis das Volk Gottes aufgenommen und er hätte es auf ewig gefangen gehalten. Doch Christus hat die Fesseln gesprengt und den Gefangenen zur Freiheit verholfen. 6000 Jahre lang geht die Geschichte der Menschheit, die Satan versuchte, die Menschen zu verführen. Und auf der Seite 672, Satans Zerstörungswerk ist auf immer beendet. 6000 Jahre lang hat er nach seinem Willen gehandelt, die Erde mit Weh erfüllt und Kummer über das ganze Weltall gebracht. Die ganze Schöpfung hat gestöhnt und sich geängstigt. Jetzt sind Gottes Geschöpfe auf ewig von des Feindes Gegenwart und von den Versuchungen befreit. Nun ruht doch alle Welt und ist still und der Gerechte jauchzt fröhlich, so sagt es Jesaja 14, Vers 7. Lobpreisungen, Freudenrufe steigen vor der ganzen getreuen Menschheit empor. Die Stimme einer großen Schar, der Stimme eines großen Wassers und eines starken Donners vergleichbar, hört man sagen, Halleluja, denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Nach 6000 Jahren, die wir gesehen haben, die Geschichte der Menschheit schon vergangen ist. Wir haben 6000 Jahre Menschheitsgeschichte gesehen. Wir haben sogar gesehen, wenn wir das zusammenrechnen, die Jahre, das ist ein Zusammenstand aus dem Jahre 2000, da waren es 1127 Jahre. Jetzt 6127 Jahre. Heute müssen wir nochmal 19 Jahre dazu rechnen. Also Gottes Plan ist eigentlich schon längst überfällig. Ja? Die Menschheit hat länger gebraucht, als es Gott lieb gewesen wäre. Und es liegt nicht an Gott, dass sein Plan nicht zu Ende gebracht wird. Aus Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, Seite 60. Durch den Propheten Jesaja wurde die Verheißung gegeben, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Heiligkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Nun, die Gerechtigkeit Christi wird vor uns hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird uns zu sich nehmen. Aber ihr Gemeinden des lebendigen Gottes, betrachtet diese Verheißung und denkt darüber nach, ob euer Kleinglaube und euer Mangel an geistlichem Leben und an göttlicher Kraft das Kommen des Reiches Gottes aufhält. Hat das nicht aufgehalten? Wollte Gott nicht nach 6000 Jahren schon längst Schluss machen? Gingt ihr voran und nähmt ihr euch der Sache Christi an, dann würden Engel Gottes euch die Wege ebnen und Herzen zur Aufnahme des Evangeliums vorbereiten. Wäre jeder einzelne von euch ein lebendiger Missionar, dann würde die Botschaft für diese Zeit bald den Völkern, Nationen und Sprachen aller Welt verkündigt sein. Das ist das Werk, das geschehen muss, ehe Christus in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Ich bitte die Gemeinde ernstlich darum zu beten, damit ihr eure Vorbereitung eure Verantwortung zu erkennen vermögt. Seid ihr persönlich Gottes Mitarbeiter? Nein? Warum nicht? Wann wollt ihr dann euren himmlischen Auftrag erfüllen? Wir sind über die Zeit hinaus, wie wir es ja auch schon in der Sabbatschule betrachtet hatten. Ja? Gott hätte viel früher Schluss machen wollen. Wir leben, wie Dietmar heute gesagt, auf geborgter Zeit. Ja? Doch wie nutzen wir diese Zeit? Nach Gottes Plan müsste die Menschheitsgeschichte beendet werden. Die Siebenten-Tags-Adventisten sind der Welt in einem besonderen Sinn als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen und herrliches Licht scheint ihnen aus dem Wort Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe übertragen worden, die Verkündigung der ersten, zweiten, dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Und deshalb sollten Sie auch nicht zulassen, dass irgendetwas anderes Ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Außerordentlich ernste Wahrheiten, wie sie noch nie Sterblichen anvertraut wurden, sind uns gegeben, damit wir sie der Welt verkündigen. Die Verkündigung dieser Wahrheiten ist unsere Aufgabe. Die Welt muss gewarnt werden und das Volk Gottes muss der ihm aufgetragenen Pflicht treu sein. Es darf sich weder in Spekulationen noch geschäftlichen Unternehmungen mit Ungläubigen einlassen, denn das würde sie in der Durchführung der ihnen von Gott übertragenen Aufgabe
behindern. Uns mit geschäftlichen Angelegenheiten, mit den Ungläubigen, mit den anderen Kirchen der Welt zu verbinden, heißt, uns in unserer Aufgabe zu behindern. Die Wiederkunft Christi noch weiter auszuschieben. Ja, wir haben die Zeit, die eigentlich der Menschheit zugedacht war, schon längst überschritten. Aber wie viele Jahre soll das noch so gehen? Wie viele Jahre können wir noch erwarten, dass Gott die Dinge aufschiebt? Bis wir uns nicht aufmachen und ernst machen in unserem Glaubensleben. Wenn wir nochmal aufschlagen, 1. Petrus, ja, oder 2. oder? Zweite Petrus, Kapitel 3. Vers 10 und 10 bis 12. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Sondern das alles soll zergehen. Wie sollt ihr dann geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen? Dass ihr wartet und beschleunigt die Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Ja, Gottes Plan wird dafür gehen. Gott wird diese Erde neu machen. Auch wie die Sintflut über diese Erde kam, wird auch Gottes Wiederkunft, die Vernichtung mit Feuer über diese Erde kommen. Die Frage ist, wie stehen wir? Wie sind wir, Leute, wenn wir das betrachten, mit heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem wir nicht nur darauf warten und harren und in die Geschichte gucken, sondern die Sache beschleunigen können. Beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, an dem doch die Himmel in Feuer geraten werden. Und das ist unsere Aufgabe, die wir uns auf die Fahne schreiben müssen. Ja? Diese Sache nicht noch weiter aufschieben zu lassen, nicht noch weiter hinausschieben zu lassen, denn Gott wird nicht unendlich aufschieben. Ja? Er hatte mit der vorsintflutlichen Welt Gnade und hat 120 Jahre lang Noah predigen lassen. Aber dann war doch die Zeit der Sintflut gekommen. Und auch mit unserer Menschheit hat er noch Gnade. Aber auch diese Gnade wird eines Tages aufhören. Und Gott wird dieser Welt ein Ende machen. Er wird keine nochmal 1000 Jahre dranhängen, sondern er wird seinen Plan zu Ende führen. Und es liegt an uns, uns an seinem Plan mit zu beteiligen. Möge Gott geben, dass wir nicht nur neugierig in die Geschichte schauen und sagen, Mensch, toll, 6000 Jahre zeigt uns die Bibel. Sondern dass es uns zur Erkenntnis bringt, Mensch, die Zeit ist eigentlich abgelaufen für diese Welt. Gott möchte, dass schon längst die letzten 1000 Jahre anbrechen, dass sich die Erde erholen kann und Gottes Volk in den Himmel genommen wird. Und wir haben die Chance, dabei zu sein. Wir können sozusagen im Bild innerhalb der Arche sein. Dazu ist jeder eingeladen, aufgefordert. Und möge Gott geben, dass wir in der Arche gefunden werden und mit ihm seine Aufgabe durchführen. Amen.